kommt doch auf die Idee, zum Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz freitags mittags um 13 Uhr wieder zu Hause loszufahren. Hast du jetzt eine Idee, warum die anderen alle später fahren? Aber gut, wir haben es heute nicht weit. Wir hatten nur 100 Kilometer, aber da stehen wir jetzt schon wieder im Stau. Damit herzlich willkommen. Tja, bei Avanti on Tour, ne? Ist ja nichts Neues. Ne, wir sind wieder unterwegs. Kleines Wochenendtürchen zum Sankt Antoniushof in Appweiler. Da waren wir schon mal auf unserer Pfalz-Tour. Aber diesmal in größerer Runde und auch privat. Nicht über den Anbieter. Und lasst euch überraschen. Wird lustig. Und das kann ich jetzt schon sagen, es wird noch einige Überraschungen geben heute. Tja, auch aus der Perspektive wird ein Stau nicht besser. Das mit dem schlechten Wetter muss an unserer Reisegruppe liegen. Beim letzten Treffen waren wir am Vogelsang, da hat es geschüttet. Und davor haben wir uns getroffen in dieser Hobbithöhle. Da hat es auch geregnet. Da hat es auch geregnet. Und jetzt treffen wir uns wieder und es schifft schon wieder vom Himmel hoch. Ne? Und da macht man das immer Kai zum Vorwurf. Ne? Der kann jetzt doch wirklich nichts dafür. Ich habe aber auch noch auf besonderen Wunsch einzelner Abonnenten auch nochmal die gelben Keile dabei, also wer die nochmal sehen möchte. Holen wir die auch noch raus. Hole ich die gerne nochmal raus. Ja, hier ist es ein bisschen. Hier braucht man schon manchmal Keile, ne? Keine Keile. Mach Stopp. Nee, passt da nicht. Du kannst einfach nur ausmachen. Achso, ich kann einfach nur ausmachen. Einfach Motor aus. Muss ich die nicht auf die und Schreiben? Okay. Und aus. Und aus. So, Fahrstunde beendet, macht 50 Euro. Ist aber preiswert. Ich weiß nicht, was du kennst die aktuellen Tarife. Ich weiß nicht, was Fahrstunden oder? Heute kosten. Das war wieder ein Absatz. Ah ja, okay. Leichter MLT-Look heute wieder. Es ist frisch hier oben, aber Andi hat gut gemäht, damit alle Autos hier hinpassen, die da noch kommen werden. Buh, und er hat frisch Strohballen. Ich hatte sie extra nochmal eingepackt, ne? Die guten gelben Keile. Na, vielleicht braucht sie ja irgendein anderer hier. Ja, ich werde immer wieder in den Videos gefragt, wo es diese Schrauben hier gibt. Das ist ja eine Idee von unserem Ossi-Freund Claudio. Und das gibt es im normalen Bauhaus. Also das sind ganz normale Schrauben aus dem Dachdeckerbereich. Ne? Die gibt es auch noch ein Stück länger. Claudio hat die länger. Wir haben die etwas kürzeren. Aber das ist wunderbar, das System. Tja, und wenn man den Teufel beim Namen nennt, ne? Da rede ich gerade noch von unserem Ossi-Freund Claudio, ne? Nein! Nein! Überraschung! Überraschung! Ja, was machst du? Überraschung! Ja, ich wusste das Ganze ja schon seit Mittwoch, ne? Aber ich habe geschwiegen. Das ist ja geschwiegen wie ein Grab. So, das ist jetzt die ostdeutsche Variante. Die sind natürlich deutlich größer. Aber die, ja, du hast natürlich auch Riffelblech da drumrum. Ja. Nee, sowas haben wir ja hier nicht. Gerade nicht anders. Ja gut, dann seid ihr ja da drüben gewohnt, ne? Eben. Da das nicht immer alles gibt, ne? Eben. Habe ich eben. So, auf Anregung von timusstil.de bzw. von Timus Stil, hat damit nichts zu tun, haben wir uns noch was gegönnt für das Auto.
War immer alles schön und gut mit der Bialetti da rumzufummeln, ne? Aber einfach mal Knopf drücken und fetch. Und jetzt testen wir da diverse Kapseln. So, ich sitze. Mal schauen, wer als nächster hier aufschlägt. Das ist schon ein traumhaftes Fleckchen hier oben in Appweiler. Tja, jetzt warten wir noch auf 3 Autos, aber die werden noch brauchen. Lars und Melanie kommen noch, Birgit und Walter und Chris und Sonja, aber die letzten, die kommen wahrscheinlich erst gegen 18 Uhr heute Abend. Heute Abend ist drüben an der Milchzapfsäule noch ein Sundowner. Da gibt noch lustig was zu sehen heute Abend, aber ihr seid ja wie immer dabei. Tja, dem Mais fehlt Regen. Jetzt eben noch mit Andi hier unterhalten, dem Chef vom Bauernhof. Da fehlen gut und gerne noch ein paar Liter auf dem Quadratmeter. Tja, wenn natürlich einem die Bierdosen im Auto auslaufen, dann muffelt halt auch der Teppich schon mal nach leckerem Pilz. Ne? Ich werde das Ganze von hier beaufsichtigen. Das ist auch in Ordnung. Ich müsste mir dann nur noch eine Flasche Bier zuholen. Ne? Sag mal, wenn du das alles noch mir zurückzahlen willst, weil ich an Solidarbeitrag in den Osten transferiert habe, da kannst du noch einige Automaten schrubben. Vor allen Dingen welche aus den gebrauchten Ländern. Ne? Und auch an der Stelle wieder der Hinweis, diese Ossi-Witze und Wessi-Witze, die sind nicht böse gemeint zwischen uns. Also bitte da keine negativen Kommentare. Das ist bei uns schon seit über 10, 15 Jahren so. Also alles gut. Aber das geht doch ein bisschen schneller da hinten, oder? Nee. Hopp. Ah, ich habe ja keine Ahnung, was er jetzt schon wieder macht, aber... Was ein Aufwand. Da holt er jetzt Strom? Okay. Da kommen die Eifelnomaden. Hallo. Jetzt macht er den noch richtig nass. Aha, das ist jetzt der... Na, du sollst mich nicht nass machen. Nein. Du Hammel. Ich möchte mal ein Wochenende machen. Ohne diese Nasen da hinten. Was natürlich jetzt wieder gelogen ist. Ne? Aber man muss es dir immer so sagen. Immer diese Begrüßungsorgien, als hätte man sich eine Woche nicht gesehen. Ja, doch eine Woche ist es jetzt. Ne? Ich bin abgestellt zum Kaffeekochen, deswegen kann ich mich an der Begrüßung nicht beteiligen. So, jetzt kommen die letzten noch. Ja, 18 Uhr haben sie gesagt, 10 vor 6 haben wir. Da sind wir wieder der einzige TI hier unter den ganzen Kastenwagen. Mann, wieder so ein Kuschelcamper, ne? Das ist immer das Gleiche. Jetzt stehen sie alle wieder auf. Jetzt kommt wieder diese Begrüßungsorgie. Jetzt würden sie sich wirklich freuen, dass sie sich wiedersehen. Leute, das ist nicht gestellt hier für die Kamera, ne? So, hier wird schon der Hofladen überfallen. Von den Touristen. Walter bespaßt die Kälbchen. Ah, hier ist schon alles aufgebaut für heute Abend. So, wir gehen jetzt mal darüber. Ich werde da nicht viel filmen, weil das ist eine öffentliche Veranstaltung. Wir sind noch einige aus dem Dorf mittlerweile schon hochgekommen. Will ja nicht jeder auf dem Video sein. Ne? Ich meine, hier die Pappnasen, die wissen das ja, wenn sie mit uns unterwegs sind, dass da die Kamera läuft. Aber manch einer hier aus Appweiler oder aus St. Antoniushof, der will natürlich nicht aufs Bild. So, wir haben uns jetzt einen eigenen Tisch hier reserviert. Was hast du für eine Wolldeckern? Frag mal deine Frau. Die kennt sich mit sowas. Die kennt sich mit Wolldecken aus? Okay. Also hier ist der Teufel los, ne? Hätte ich nicht gedacht. Machen wir schon locker hier mit 60, 70, 80 Mann hier, die hier rumlaufen. Der Parkplatz fühlt sich hier auch. Jo, aber so unterstützen wir das Ganze hier noch ein bisschen. Übernachtungsplätze haben wir ja frei für das Wochenende. Und kaufen wir da was im Hofladen. Alles gut.
Ah, die Sonnenuntergänge. Boah, ich habe schon 3 Bier getrunken. Also nochmal, die Sonnenuntergänge hier oben sind auch legendär. Mal gucken, ob wir morgen Abend noch einen schöneren hinkriegen. Nichts, was jetzt irgendwie. Jetzt sind sie hinter mir alle am Meckern, weil ich vor ihnen stehe, den Sonnenuntergang zu filmen. Das Rot kann die Kamera gar nicht einfangen. Da stehen sie, die Nasebohrer. Treu dem Motto, das bisschen, was wir essen, können wir auch trinken. Links, wo ist denn bei dir im Osten links? Links, Fahrerseite. Mein Gott. Das kann doch der Osten, wir wissen doch im Westen, was vorgebaut hat. Ja, deswegen sind wir ja auch hier im Westen, mein Freund. Hier wird, die bringst du aber dann wieder weg, ne? Sonst hauen die auf. Du. Ich bin aus dem Osten, Arte. Ich glaube, das wird ein lustiger Abend hier. Kneffrau ist auch da. Ja, wo sonst? Ich glaube, da bleiben wir mal auf Sendung hier, bis das im Alkoholrausch nachher eskaliert. Nein? Nein? Ja, das sieht aber danach aus, ne? Ja. Ja, morgen Abend stehen wir hier ganz allein. Da fragst du dich doch, wollte ich. Ja, Highfire lassen wir mal lieber heute Abend, weil da ist genug. Du Randlast. Ich weiß, verarsche, Museum habt aber keine Pommesbude. Ja, eben drum. Die sind mit so einem Kasten. Eine lustige Dekoration hier. So, Mädels, ich glaube, ihr könnt mich jetzt nicht mehr sehen, aber ihr könnt mich noch hören. Das soll es gewesen sein für heute Abend. Neben mir der Kollege Häuser, der gähnt schon seit einer halben Stunde, der geht gleich ins Bett. Morgen früh sehen wir uns zum Frühstück und zum Rührei wieder. 6:30. Schnauze. Wer? 6:00. Warum? Warum tue ich mir das an? Bis morgen früh. Gute Nacht. Jo, guten Morgen. Wir haben leider einen Ausfall zu beklagen. Sonja ist seit, ich glaube, 3:30, 4:00 ununterbrochen am Kotzen, Durchfall. Und liegt jetzt hinten im Ümer, mehr oder weniger wie tot. Habe ich auch noch nicht erlebt, so weit. Also heftig. Ja, Abreise ist aber jetzt keine Option, weil in dem Zustand, wie gesagt, beim Rettungsdienst ist auch nicht transportfähig. Also frühstücken wir jetzt hier mal und dann gucken wir mal, wie sich das im Laufe des Tages entwickelt. Ekelhaft. Aber ich habe nur Schlafmangel zu beklagen. Ihr geht es da deutlich schlechter. Ja, wir haben wieder ein Testobjekt dabei an diesem Wochenende. Die Wevor Dual Zone. Ich hatte ja in dem ersten Video über die Wevor gemeckert, die gäbe es nicht mit 2 Zonen. Und ja, da hat Wevor dann gesagt, hier komm, halt mal mein Bier. Wir haben da was. Und die testen wir mal dieses Wochenende. Also macht, was sie soll, wie die andere auch. Ne? Kostet um die 250 Euro, 35 Liter Inhalt. Da kann man nicht meckern. Ne? Für das Geld, alles top. Läuft jetzt über 12 Volt. Hab ja vor einiger Zeit da oben die 12 Volt Steckdosen nachrüsten lassen. Und der Stromverbrauch ist seitdem extrem runtergegangen, weil es halt nicht mehr über den Wechselrichter läuft. Ne? Und eignet sich auch noch gut als Ablagefläche. Aber müsste mittlerweile eigentlich schon ein extra Video über die Box gekommen sein. Hab da den Überblick verloren mittlerweile bei 3 Videos die Woche, was da wann kommt und mit wie viel Vorlauf und hin und her und Gedöns. So. Muss ich mir mein Ei rühren. Tjo, das wird so langsam. Da sieht's auch gut aus. Oh, schwarzen Toast haben wir heute Morgen. So, Mona kümmert sich ums Spülen der Pfanne. Wenn sie jetzt das Angebrannte noch rauskriegt, ne, dann ist sie meine Göttin, ne? Ah, sie arbeitet dran. Und natürlich wird die nachher auch nochmal gespült von mir, das ist klar. Rosenkohl. Also das Camping ist ja immer einfacher geworden, ne, mit den Jahren. Und da fragt sich jeder, wofür braucht man eine Powerstation, ne? Tja, so ganz sauber hat sie die Pfanne nicht gekriegt. Also jetzt geht es hier aber ab, ne? Tja. Einmal Ukitel P2001, wo die wohl her hat. Tja, das möchte ich auch mal gern wissen, ne? Das möchte ich auch mal wissen.
Tja, jetzt wird gefachsimpelt, wie das immer so ist an so Wochenende. Oder ansonsten wird das hier wahrscheinlich wieder stinklangweilig 2.0. Passiert halt nichts, ne? Oh, warum auch? Reicht doch mal. So, wir gehen nochmal nach Fleisch gucken. Vielleicht ist jetzt was eingeräumt. Guck, der ist neu. So, ich habe mal wieder gewonnen. Jetzt muss ich nochmal noch Geld holen. Irgendwie hat mit PayPal hier nicht funktioniert. So, hier wird jetzt wieder gebastelt, ne? Wie das immer so ist, wenn man sonst nichts zu tun hat. Was wird hier verbaut? Die Osram. Die Nightbreaker. Aha. Einer der letzten, der sie noch nicht eingebaut hat. Aber nur als Abland erstmal. Ja, ja. Ja, zu der Umrüstung findet dabei Avanti on Tour auch ein ausführliches Video. Das ist aber schon ein bisschen älter. Das hatten wir ja am Fiat. So, weg ist er. Muss man nicht zwingend ausbauen, das geht auch ohne. Also mit ein bisschen kleineren Fingern geht das. Ja, ja, mit ein bisschen technischem Verständnis muss man den Scheinwerfer nicht ausbauen dafür. Ja, und ihr wisst nach wie vor 15% auf die Osram LED-Leuchten, Arbeitsscheinwerfer und auch hier den Kram. Da findet ihr alles bei uns unten in der Infobox mit, ich weiß gar nicht, wie der Rabattcode heißt. Aber wird gut genutzt von euch, gibt 15%. Und jetzt gucke ich mal, dass er das hier richtig macht. Knack, weg ist er. Nummer 1. Einfach nur reinstecken und anschließen. Falsch. Einfach rein. Ist egal, ob Thürem oder Thürem. Ja. Das ist egal. Geht aber nur, glaube ich, in eine Richtung, ne? Ich glaube nicht. Tja, hier passiert nichts, ne? Also, sag ja, Langeweile 2.0, ne? Die Maus schläft, wir haben jetzt 3 Uhr. Am Pennen. Da trinken wir ein bisschen Kaffee. Dann mal die FPV-Drohne am Laden. Die schmeiße ich gleich mal noch in die Luft. Ist der Tag schon fast wieder gelaufen, ne? Jo, ist immer scheiße, wenn einer krank wird an so einem Wochenende. Könnte ja auch unter der Woche passieren, ne? Doof. Also ich fange jetzt mal an zu grillen. Ich weiß nicht, was hier mit dem restlichen Publikum los ist. Aber keine Ahnung. Grillen mit Aussicht. Ja, die Steaks hier oben aus dem Laden, beziehungsweise aus dem Shop, können auch was. Etwas über 9 Euro, 2 Stück. Ja, Drohnenfluch musste ich eben abbrechen. Ziemlich windig, sobald man so auf 10, 20 Meter kommt. Und die Schwalben, die waren sehr interessiert an der Drohne. Deshalb lassen wir das besser mal. So. Die Maus liegt immer noch im Bett. Seit, wann ist er rein heute Morgen? 8 Uhr. Alles scheiße. Tjo, mal ausgiebig getestet dieses Wochenende. Einzige, was mir nicht gefällt, ist, passen keine großen 1,5 Liter PET-Flaschen rein. Aber kühlt da und friert da richtig geil. Aber der Kompressor läuft eigentlich die gesamte Zeit. Deswegen habe ich sie heute Nacht auch aus dem Heckstauraum rausgeholt. Weil irgendwie die Vibration, die übertrug sich auf den, ja, auf den Boden und dann auch auf den Möbelbau. Ne? Und dann brummte das ganze Holz. Also die schaltet irgendwie nicht zwischendurch mal runter oder ab. Keine Ahnung, ob das normal ist. Wenn man das erkennen kann, hier oben kann man direkt an die Fische.
messen, wie lang die waren. Na, ein Zentimeter oder hinter ein Inch. Nettes Gag am Rande. Also der Genosse Hegger hatte mal wieder mit Abstand die Größen hier. Ne? Eigentlich wollte ich so euren Löffel haben und das ist dabei rausgekommen. Erst habe ich den kleinen. Ja, die Familie Häuser-Müller-Häuser ist noch beim Essen. Der Rest ist gefühlt seit einer halben Stunde schon fertig. Bla bla bla. Nee, das ist wahr, lieber Walter. Jo, ihr Lieben, wir brechen das Wochenende und noch das Video hier an der Stelle ab. Fahren jetzt nach Hause, das hat keinen Wert mit Sonja. Noch eine Nacht hier im Camper. Dann lieber zu Hause auf einer vernünftigen Sanitäranlage. Jo, tut mir leid, ist jetzt ein etwas abruptes Ende. Ich sag trotz allem vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich dann gesund in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Jo, ich nochmal. Guten Morgen. Das ging gestern alles ein bisschen holter die Polter. Haben jetzt Sonntagmorgen, 7:45 Uhr. Ich bin mal mit dem Wohnmobil hier rüber auf unseren Stellplatz. Sonja schläft noch. Ich lasse die heute auch da hinten in Ruhe. Die ist echt total am Arsch. Ich hoffe, das wird heute im Laufe des Tages. Ich werde mir jetzt mal das Wohnmobil wieder vornehmen, weil der geht morgen in die Werkstatt für ein, zwei Wochen. Das heißt, hier ist noch klar Schiff zu machen. Hier müssen mal die Millionen an Mücken raus, die wir vom Bauernhof mitgenommen haben. Hier wieder nach Neuwied. Und ja, ich werde dann hier mal die Betten abziehen. Also kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen, ne? So Magen-Darm-Infekt, dass das einen so dann runterzieht. Ne? Hattet ihr das auch schon mal? Auch schon mal im Wohnmobil? Also mir reicht's eigentlich mit Erkrankungen im Wohnmobil. Da hat man diesem Jahr genug und letztes Jahr auch in England. Ja, gucken wir mal in den Heckstauraum. Da sieht's auch übel aus. Teppiche sind mal raus. Ich muss noch ein Video drehen. Eigentlich muss ich nur drei Videos heute Morgen drehen. Ah, ich mach die Bluetti AC60. Ah, da muss ich noch einen YouTube-Short machen heute Morgen. Ah, ja, noch ein kurzer Tipp an die Biotoy-Besitzer. Ne? Ich hatte dann gestern mal die Masse gewechselt. Ja, das ist ein scheiß Thema. Durchfall in der Biotoy. Ich bin froh, dass ich dann immer noch ein Päckchen fertige Kokosmasse dabei habe, weil je nach Stärke des Durchfalls bekommt ihr die Masse, auch mit Dauerlüften bekommt ihr die in der Biotoy dann definitiv nicht trocken. Ne? Und das ist natürlich in der Nähe des Bauernhofs, ja, könnt ihr euch vorstellen, zieht dann die Mücken an. Deswegen da immer eine Tüte dabei haben oder einen Ziegel und den Ziegel dann auflösen. Also das ist dann wahrscheinlich doch einer der Nachteile der Biotoy, dass die Masse da nicht trocken wird. Und auch hier Millionen Mücken. Da habe ich noch eine Kiste mit Spülzeug. Ich glaube, damit fange ich mal an. Jo, das Video zur Webo wollte ich eigentlich auch heute da oben noch drehen. Ah, müssen wir dann hier machen. Jetzt mache ich erstmal das Eisfach leer. Ja, also ziemlich angetrocknet, ne? Jo, ihr Lieben. Damit machen wir jetzt wirklich Schluss bei dem Video. Ist wahrscheinlich schon wieder eh viel zu lang. Ich bringe mal das Wohnmobil auf Vordermann. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann mein Lebenszeichen von zu Hause kriege. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, bei einer der nächsten Touren hoffentlich alle wieder gesund. Wieder. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.